gut, wie sieht das Ding hier aus? Wie würde das dann in Verbindung aussehen? Ja, uns fehlt hier irgendwie so ein Schleier oder sowas. Das käme natürlich auch noch geil, wenn wir jetzt hier noch so eine Schulterplatten hätten. Aber lassen wir erstmal die Kapuze so fruchten, so ein bisschen auf uns einwirken. Und gucken wir mal, wie wir das hier mit dieser, mit den einzelnen Kulturrüstungen verbinden könnten. Wichtig ist dabei, wenn ihr sowas machen wollt, müsst ihr darauf achten, welche Rüstungsklassen das halt sind. Das geht halt, man kann das halt nicht über die Rüstungsklassen hinaus gestalten. Also sprich, man kann jetzt nicht leichte Rüstung in schwere verwandeln und so weiter und so fort. Das geht leider nicht, aber man kann halt das innerhalb der mittleren Rüstung und so weiter, und da kann man das halt machen. Gut, das wäre... Also hier hätte man dann halt so eine hässliche Maske. Gut, dann gucken wir mal hier. Oh ja. Warte, machen wir es nochmal anders. Zack. Oh, sind das nicht schöne Beinschienen? Ach verdammt, nee, das... Oh, oh. Schöne Sixpack. Wams des Falkners. Oh, da habe ich hier Fanpost bekommen. Gucken wir mal hier zurück. Vorschau zurücksetzen. Falkner. Nee, das ist auch nicht so geil. Also hier, seht ihr, es ist jetzt nicht gerade die krasseste Verbindung, die man so haben kann. Was führt euch her? Und hier mit Assassinen-Zeug, da kommt das schon cooler. Also in dem Falle käme das wirklich ein bisschen geiler. Jetzt schauen wir uns da nochmal die Schultern an. Handschuhe. Ja, das sieht auch schon geil aus. Schultern ist Assassin. Ja, kann man bringen. Die Maske des Assassinen würde so aussehen. Also das fände ich jetzt nicht so geil. Da fände ich dann schon wirklich dieses Ding ist schon geiler. Diese erglitschte Maske. Jo, kann man machen. Kann man anstreben, sollte man vielleicht. Kostet ja nur 12, 30, 20, 12, 25, 20, ich sag mal 105 Gold, also ist ja nichts, ist ja gar nichts, ja, also kann man ja sich einfach mal gönnen. Erik Finn? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie lange ich denn in dieser Gilde bin. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Gilde wir gerade überhaupt sind. Wir sind gerade in Söhne Fenris. Ja, schauen wir mal. Söhne Fenris. Ah ja, genau. Das ist die Gilde, die ich mit einem Kollegen gegründet habe. Ach so, hier, The Road to Hell. Ja, das ist halt so eine kleinere Gilde. Also eine kleinere PvE-Gilde. Player vs. Enemies. Ja, und mal gucken. Wir wollten, wenn ich mich jetzt mal meine grauen Zähne anstrenge, ich glaube, wir wollten da in diesen Thronsaal reingehen. Deswegen bin ich auch hier, habe ich mich hier ausgelockt gehabt. Schauen wir mal. Ja, Instanz betreten. Ach, Thackray, du mit deinem langen, edlen, wehenden Haar. Treff die Königin Jenna. Hallo. Eure Majestät, Hauptmann Thackray. Ihr habt mich rufen lassen? Allerdings. Und ich bin froh, dass ihr da seid. Kryta braucht euch mal wieder. Ihr wisst, ich tue alles in meiner Macht, um zu helfen. Wo liegt das Problem, Hauptmann? Im Süden von Kryta gibt es einen Sumpf namens Leichenhof-Morast. Die Gegend hat unter unserem Krieg gegen die Zentauren schwer gelitten. Das meiste Holz dort wird für Katapulte und Wälle verbaut. Daher benutzt man in kalten Nächten oft Sumpfmoos statt Feuerholz. Aber jetzt haben die Seraphen mir berichtet, dass auferstandene Untote im Sumpf gesichtet wurden. Diener von Orr. Auferstandene? Die Diener des Drachen? Wenn die im Sumpf hausen, ist jeder, der dorthin geht, in größter Gefahr. Genau. Die drei Orden Tyrias wollen einschreiten, können sich aber nicht auf einen Plan einigen. Ach du. Und während sie streiten, sind meine Leute in Gefahr. Ach. Ich habe euch auserwählt, als Vertretung der Krone dorthin zu gehen. Die Ordensvertreter zu treffen und die Situation zu klären. Ihr habt es mit den Wachsamen zu tun, der Abtei Dormant und dem Orden der Gerüchte.
Alle drei bekämpfen Saitan und sein Gefolge. Allerdings haben sie ganz unterschiedliche Methoden. Eure Aufgabe ist es, zu entscheiden, welcher Plan der beste ist. Und ihn dann umzusetzen. Uhui. Ihr habt die volle Autorität der Krone, um diese Situation zu bereinigen. Nehmt ihr die Aufgabe an? Aber selbstverfreilich. Natürlich, Majestät. Es ist mir eine Ehre, Kryta und meiner Königin zu dienen. Oh. Danke. Geht und trefft die Repräsentanten der Orden so bald wie möglich. Ich erwarte mit Spannung euren Bericht. Ach, sind wir mal gespannt. Das trifft sich ja super, dass ich jetzt euch diesen Trick gezeigt habe. Denn, wenn wir jetzt die drei Leute da gleich treffen werden, man wird sich, um jetzt schon mal vorab rumzuspoilern, man wird sich in einem dieser Orden anschließen müssen. Also, man schließt sich einem dieser Orden an. Das ist doch ganz klar hier wieder gewesen. Jo, da müsste es sein. Nee, oder da? Ja. Doch, da müsste es gewesen sein. Gut, man schließt sich da auf alle Fälle einem dieser Orden an und man kann sich auf Stufe 80 dann immer so ein, ja, wie soll ich sagen, man kann sich dann auf Stufe 80 halt, ach, da unten müssen wir jetzt hin. Okay, so, man muss sich dann auf Stufe 80 halt so ein Zeug, könnte man sich ganz spezielles Equip für diese Orden kaufen, zulegen. So. Dann teleportopeln wir uns doch mal da runter. Dann können wir die Hauptquest weiterverfolgen. Ach, die Kessex-Hüge. Ach, wie lange ist es her. Gut. Wir teleportieren uns zumindest jetzt erstmal hier runter. Und zu dem, was ich sagen wollte. Man hat die Möglichkeit. Man hat dann die Möglichkeit, in diesen einzelnen Orden einzigartige Rüstung zu bekommen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich für die Wachsamen entscheidet, für irgendwelche Ritter, und dann sagt, oh, die bei der Gerüchte, die haben so eine coole Mütze bei der mittleren Rüstung, dann kann man da auch diesen Trick anwenden. Man braucht lediglich einen Gegenstand, der noch nicht seelengebunden ist, und dort switcht man einfach halt diesen Skin. Man muss halt, man braucht, wichtig ist dabei, man braucht man braucht einen Charakter, der dieser Unternehmung angehört, ob Gerüchte, Wachsame oder Abtei. Und das kann man dann halt auf einen anderen Charakter umswitchen. Man kann dann auch mit Stufe 2 schon das Stufe 80 Equip vom Skin her haben. Das ist auch überhaupt alles gar kein Problem. Also von der Sache her, super Sache, kann man machen. Aber jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war das? Ah ja, so war das. Ah, yo. Ich musste nämlich gerade überlegen, wie war das mit Waffenswitchen, weil ich habe jetzt über R probiert gehabt, aber ja. War jetzt nicht so hilfreich. Puh. Die Bluthexe tötet Quaggan. Und ja. Bitte helft, Quaggan. Instanz betreten. Die Orden von Tyrion. Juhu. Reist zum Ireku-Händlerlager. Juhui. Endlich. Duena, sei Dank, dass ihr da seid. Ich bin der gelehrte Josia von der Abtei Dormant. Wir haben euch erwartet. Seid nicht so bescheiden, Vertretung der Krone. Ihr seid nicht hier, um zu beraten. Ihr seid hier, um Entscheidungen zu treffen. Und genau die brauchen wir. Zur Abwechslung hat Ihan mal bei irgendwas recht. Ich bin Hiroki, Kriegsmeisterin der Wachsamen. Die Auferstandenen sind sehr aktiv im Leichenhof Morast. Einige Dorfbewohner werden vermisst, meist Kinder. Wir müssen da Soldaten reinschicken. Die Wachsamen halten einen Trupp in Bereitschaft, um die Gegend zu durchkämmen. Vertretung der Krone. Gebt einfach den Befehl. Ich bin sicher, ihr erkennt die Probleme, die ein solches Vorgehen aufwerfen würde. Die Abtei Dormant hingegen hat ein erstaunliches Gerät, den Mortus Verge. Wir bekämpfen die Drachen lieber mit dem Intellekt. Kostet weniger Leben, wenn ihr versteht. Ach Gott. Und wir haben herausragende Fortschritte gemacht. Oh. Euer Gerät ist reine Theorie, ungetestet. Ihr wollt damit das Leben der Kinder riskieren?
Der Stahl der Wachsamen ist solide und erprobt. Ich gehöre zum Orden der Gerüchte. Wir haben der Königin dieses Problem gemeldet. Doch die Kämpfer an der Front überlassen wir anderen. Nun gut. Hiroki, Josir, gebt mir etwas Bedenkzeit. Dann werde ich meine Entscheidung treffen. So. Das Schöne ist, egal wie wir uns jetzt entscheiden, das ist jetzt unrelevant dafür, ob das jetzt damit zusammenhängt, wie wir uns dann später entscheiden, für welchen Bund wir uns entscheiden. Das ist jetzt einfach nur rein Interessenskonflikt, ob wir uns jetzt für Jones hier entscheiden mit seinem komischen Apparat oder Hiroki mit ihrem scheiß schweren Stahl. Also das ist, es ist Rille. Wir können uns für den oder für die entscheiden. Das bringt uns jetzt überhaupt gar nichts, also von der Quest, also da verbauen wir uns keine Möglichkeiten, dann irgendwie jemals zur Abteil zu kommen oder zu dem Ding, dass, ich glaube, wir haben jetzt zwei Hauptquests, wo wir uns jeweils entscheiden müssen. Beim nächsten Mal haben wir dann den Agent Ihan und dann nochmal Hiroki, ich weiß es nicht ganz genau, ob es so rum war oder ob das hier wieder der andere, der von der Abtei war. Und erst danach müssen wir uns dann schlussendlich entscheiden, welchem Bund wir uns anschließen wollen. Gut, aber bevor wir das hier machen, möchte ich euch noch nebenher was zeigen. Und zwar der Herz der Nebel. Ich bin mir nämlich unsicher, ob ich das schon jemals angesprochen hatte. Das ist die PvP-Arena, dieses PvP-Gebiet. Man sieht auch schon... Das ist im Drachen-Style jetzt hier gehalten, ja, also hier wurde schon drachenmäßig, das alles ein bisschen sehr gestaltet. Ja, hier Drachenposter und brennende Drachen, das ist normalerweise sonst nicht der Fall. Und nun gut. Oh, hier sogar sogar kleine Drachen, die hier rumflattern. Gut, aber deswegen sind wir nicht hier, ich wollte euch hier mal diesen PvP-Schrank zeigen. Hier findet ihr eigentlich die gesamte Rüstung. Alle Rüstungen, die es in diesem gesamten Spiel gibt. Um es einfach mal leicht auszuformulieren. Man könnte natürlich sagen, ja, man findet nicht alles. Also ein, zwei Sachen werden trotzdem nicht angezeigt. Ja, ist schon richtig. Aber man findet einen Großteil der Rüstung. Hier zum Beispiel. Jetzt haben wir uns die mittleren Rüstungen anzeigen lassen. Das sind jetzt hier alle mittleren Rüstungen, die es so gibt. Und da kann man auch mal so quer gucken, was man zusammenstellen würde. Also hier zum Beispiel, wow, da war ich ein bisschen zu flink. Wenn wir jetzt uns unsere Maske vorstellen, die können wir uns leider nicht anzeigen, weil jetzt hier alles für PvP gemacht ist. Weil die Maske ist PvE und somit können wir das uns nicht im PvP-Gebiet anzeigen. Aber hier haben wir dann auch noch so ein schönes Zeug wie, okay, das haben wir jetzt beispielsweise. Moment. PvP des Duellanten. Genau, das wäre das gesamte Set von dem Duellanten. Dann könnte man sich hier noch anzeigen, oh, ein Pirat. Also ein Pirat gibt es auch. Ja, hat auch irgendwas, ja, aber finde ich nicht so geil. Was ist das hier? PvP-Lederwams. Das sieht sehr nach dem Ingenieur aus, oder? Du Scheiße. Ist auch nicht so pralle. Ich finde das hier irgendwie. Genau, das Entschlossenen. Das hat wiederum etwas. Das erinnert mich irgendwie an Pakt der Wölfe. Muss man entscheiden, muss man wirklich selber entscheiden. Man kann vieles mit Farbe noch rausholen. Ah, Farbe können wir jetzt gerade nicht so auswählen. Dafür bräuchte man die Fläschchen. Oder hier das Kommando Soldaten. Das zeige ich euch jetzt eigentlich auch nur, damit ihr da mal seht, dass man, bevor man halt sinnlos sich irgendwas in dem Auktionshaus kauft, kann man sich das hier schon so mehr oder weniger anzeigen lassen, wie es doch aussieht.
Was ist denn...